herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundheit Next Level. Schlafen ist super wichtig, ja, das weißt du selbst, aber oft gibt es Mittel, die einem den Schlaf rauben können. Und diese Mittel sind einem oft nicht bewusst. Je nachdem, was man abends isst, kannst du entweder besser einschlafen oder du wirst des Schlafes beraubt. Und ich möchte dir 4 Lebensmittel vorstellen, die dir den Schlaf rauben können. Erstens Tomaten. Warum gerne Tomaten? Ja, Tomaten, wenn sie in gekochter Form gegessen werden, zum Beispiel eine Tomatensuppe, sind Säurebinder. Und besonders bei Menschen, die magenempfindlich sind, bekommen häufig Sodbrennen dadurch. Oder die rohen Tomaten. Die sind abends besonders schwer verdaulich und wenn man zum Beispiel nicht ausreichend kaut, kann es Unwohlsein und Schlaflosigkeit machen. Zweitens, scharfe Speisen können auch zu Sodbrennen führen. Warum? Sie heizen den Körper von innen auf. Deshalb am besten nicht zu spät abends scharfes Zeug essen. Dritter Punkt, Koffein. Das ist für dich wahrscheinlich nichts Neues. Koffein putscht den Körper auf. Und doch gibt es immer wieder Leute, die trotz Kaffee wunderbar schlafen können. Leute, die durch Kaffee aber nicht schlafen können, ja, dem empfiehlt man am besten 6 Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke zu trinken. Viertens, gezuckerte Speisen. Warum? Zucker macht Blutzuckerschwankungen. Als erstes steigt der Blutzuckerspiegel schön an. Ja, das putscht erstmal auf und macht das Einschlafen schwer. 1 bis 2 Stunden später fällt der Blutzuckerspiegel plötzlich wieder ab. Und das kann dich wach machen. Deshalb besser nichts Zuckriges vor dem Schlafengehen essen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch. Und wenn du noch mehr coole Gesundheitsvideos sehen willst, dann abonniere den Kanal, damit du die Gesundheitstipps einfach nicht verpasst. Und schreib mir bitte unten in die Kommentare, was du gerne sehen willst, welche Wünsche du hast. Danke, dass du zugeschaut hast. Mein Name ist Cornelia Schmidt. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.